Tor! Ronaldo! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Ronaldo! Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, Freunde. Und heute geht es mal wieder, wie so häufig in letzter Zeit, um Foot Champions, Freunde. Und ich habe viele Kommentare in letzter Zeit gelesen. Simon, Mann, du kommst in Foot Champions nur so weit wegen dem Team. Simon, dein Team ist so krass, du kannst gar nicht so gut spielen, es ist nur das Team. Und ich habe mir gedacht, ich versuche es euch mal zu beweisen, zu zeigen, dass ich dieses Jahr wirklich ein Stück besser spiele als davor die Jahre. Und da hatte ich mir was echt ziemlich Beklopptes überlegt. Und da seht ihr es auch schon, Freunde. Und zwar werde ich Foot Champions spielen mit einem kompletten Bronze-Team. Heute werde ich erstmal nur die Qualifikation spielen, Freunde. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich die komplette Weekend League dieses Wochenende mit einem fucking Bronze-Team spiele, ja, dann lasst mal einen fucking Daumen nach oben da. Bei 3500 Likes spiele ich die komplette Weekend League mit diesem Bronze-Team. Ja, Freunde, hier seht ihr das Team. Es sind immerhin noch 4 Informs dabei. Der Beste mit Emre Mor auf der Bank, beziehungsweise die Scream-Karte von ihm. Das ist mehr oder weniger so mein Super-Joker. Ganz vorne drin der Inform Harrison. Ich habe jetzt ein Spiel mit dem Team gemacht. Der hat einfach direkt 3 Tore erzielt. Ziemlich nice. Ich habe meine Taktik von meinem Main-Team einfach komplett übernommen und so ein bisschen ähnliche Spielertypen gesucht. Das heißt, 3 schnelle Stürmer. Die kriegen dann natürlich alle Abwehr überlaufen. Also sie müssen schnell sein und ein recht ordentliches Dribbling haben. Dann 2 Sechser mit High-High-Work-Rates auf den Außenbahnen, die halt alles hoch und runter rennen. Ein defensiven Sechser, der hinten bleibt und alles abräumt, auch schön mit 81 Physik. Ja, und dann eben eine kompakte Defensive, die dann auch schön hinten bleibt, Freunde. Ich habe einfach versucht, mein Gold-Team nachzubauen mit ähnlichen Spielertypen, die halt dann eben Bronze sind. Das heißt, hier Physik-Monster im Mittelfeld, vorne ziemlich schnell und hinten einfach nur kompakt mit ordentlichen Work-Rates. Dann auf der Bank habe ich mir eben hier noch 2 schnelle Spieler mitgenommen und dann noch 2 richtige Bullies auf der 6er-Position im zentralen Mittelfeld, Freunde. Ja, mit dem Team werden wir jetzt versuchen, die Foot Champions Weekend League Quali zu spielen. Und ich bin echt mal gespannt, Freunde, ob ihr die 3500 Likes schafft. Mich würde es echt mal interessieren, wie ich mit so einem Team im Vergleich zu dem hier in der Weekend League abschneide. Ich habe ja jetzt die letzten 6 Wochen immer Elite erreicht mit dem Team, beziehungsweise mit so einem ähnlichen Team. Ja, und wie sieht das mit einem Bronze-Team aus? Es wäre echt mal super interessant. Es gibt ja da zum Beispiel Hashtag Harry aus dem englischsprachigen Raum. Der hat mit so einem Team, glaube ich, 36 oder 37 Siege gepackt. Total krass. Ja, mal schauen, was damit so geht. Und ich würde sagen, wir gehen rein in unser erstes Spiel in der Foot Champions Quali. Okay, der Gegner hat ein ziemlich starkes Team. 4-4-2, das ist aber sehr konteranfällig. Aber Griezmann vorne im Sturm ist einfach krass. Nice. Komm schon. Komm schon, dreh dich. Ah, die sind alle so abschlussschwach. What the fuck, Fernando Torres schwacher Fuß. Alles klar. Alles klar. Ja, perfekt, come on. Come on, bitte mach ihn. Bitte mach ihn. Kein Abseits. Kein Abseits. Ey, Elfmeter. Elfmeter. Nein, was soll ich gegen Griezmann machen? Was soll ich gegen Griezmann machen? Das war ein Elfmeter, Mann. So eine Scheiße. Kein Abseits. Geht doch. Endlich mal, ey. Come on, Harrison. Harrison, nein, komm, mach ihn! Was ist das denn, Junge? Harrison, bitte! Ja! Yes! Harrison, Mann! Geht doch! Ja, Harrison, more. More! Ey! Letzter Mann, das muss rot geben! Das war der letzte Mann! Gib dem jetzt rot, Alter! Ja, verdient, Junge, das. What the fuck, ey? Ich wäre durch gewesen. Ja. Boah, so viel Platz für Mor. Komm, Lupf, bitte geh rein. Ja, ja, ja. Emre Mor, Alter. Bester Mann, 3-2. Boom. What the fuck? Mach ihn.
Ach, danke. 4-2. Damit sollten wir es gepackt haben, ey. Meine Güte, überfällig. Ich dominiere den hier die ganze Zeit und mache einfach das Tor nicht. So, Spiel ist gewonnen, ey. Ich glaube, hätte ich das verloren. Ich hätte meinen YouTube-Kanal gelöscht, ey. Guck dich das mal an. 15-6 Torschüsse. Ich weiß immer noch nicht, wie ich gegen den 2-0 hinten liegen konnte. So, Spiel Nummer 2 und der Gegner hat einfach ein richtig krasses Bundesliga-Team, ey. Das wird schwierig. Ja, Harrison. Elfmeter! Elfmeter, komm schon. Oder Freistoß. Komm schon, den können wir mit L2 rüberlegen. Bitte, komm. Mach ihn! Abgefälscht. Schön. Das ist mein Rechtsverteidiger, das ist mein Rechtsverteidiger. Oh, der macht ihn rein. Mein Rechtsverteidiger kann besser schießen als alle meine Stürmer, oder was? Holy shit. Das ist mein Rechtsverteidiger mit einem schwachen Fuß. Jawohl. Moa, Moa. Und das sind meine Stürmer, Alter. Die kriegen halt gar nichts auf die Reihe. Einfach nur schnell. Come on, Harrison. Come on. Harrison mit dem 2-0. Und wer hat's vorgelegt? Der Rechtsverteidiger, Alter. Der wird hier komplett zum Matchwinner. Aber Harrison, ne? Der macht ja Dinger wirklich rein. Das ist unglaublich. Richtig geiles Tor. Oh, was für ein Angriff. Come on, Harrison. Komm schon, hol dir den Doppelpack, Harrison. Mach da 3-0. Richtig schön gespielter Angriff. Und Harrison ist dann einfach da. Das war das dümmste Tackling, was ich jemals gemacht habe. Ach du Scheiße, was war das denn? Alter, bester Gegner. Nice, 4-0, Emre Mor. Da muss ich mich richtig konzentrieren, ey. Habt ihr gesehen, was die teilweise für schlechte Pässe spielen? Aber es funktioniert. Na komm, jetzt haben wir das 5. Keeper kommt raus, nimmt mir viel Zeit zum Lupfen und da haben wir doch das 5-0. Sehr nice. So, Freunde, Partie ist vorbei. 5-0 Sieg am Ende gegen diesen Gegner. Ihr habt es gerade gesehen, der Rechtsverteidiger von uns mit 10,0, der hat komplett rasiert. Geht auf jeden Fall in Ordnung, das Ergebnis. Keine Ahnung, was der Gegner gebaut hat. Aber damit sind wir im Halbfinale. Und der Traum lebt, sich mit diesem Team tatsächlich für Foot Champions zu qualifizieren. So, unser Halbfinalgegner kommt mit einem guten Barclays Premier League Team um die Ecke. Muss man wirklich so sagen. Ist jetzt nicht teuer oder so, aber die Spieler sind halt wirklich richtig gut. Ramsey, Sané, alles overpowerte Spieler, muss man sagen. Ich bin gespannt, ey. Come on, ich will unbedingt in dieses Finale. Harrison, nein, er vergisst den Ball. Harrison, er hat einfach den Ball vergessen. Flach, 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 flach. Da läuft er. Ah. Come on, Harrison. Come on, Harrison. Harrison, 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 Harrison! 1-0! Der Typ ist einfach eine Granate, Mann. Direkt nach dem Anstoß, perfekt gespielt. Jungs, ey, so will ich das sehen. Das ist ein perfekter Angriff. Und dann Harrison, ey. Oh, Harrison. Harrison, setz dich durch. Harrison mit dem 2-0. Jungs, der Typ ist einfach so krass. Und der kostet 10.000 Coins oder so. Das ist ein Inform für 10k. Alter, perfekter Pass. Komm schon. Ja, was für ein geiler Angriff, Mann. So langsam habe ich den Dreh raus mit denen. Und wer hat natürlich wieder alle Tore erzielt? Harrison, ey, der Typ ist so heftig. Und Freunde, der Gegner ist gequittet. Und damit stehen wir im Finale vom Daily Knockout-Turnier, Freunde. Mit einem fucking Bronze-Team. Wir können die Challenge tatsächlich packen. Und damit sind wir im Finale des Daily Knockouts-Turniers. Der Gegner hat ein krasses Team, ey. Musa. Ah, Butland. Ah, es wird richtig schwierig.
Boah, Harrison. Nein. Ja. Ja. Nein. Nicht gut. Scheiße. Aha, ich habe ihn eigentlich perfekt predicted. Nein, nein, nein. Bitte, bitte geh ab, komm. Komm. Harrison läuft mit. Harrison läuft mit. Harrison läuft mit, ich bin so schlecht. Ah, scheiße. Ja. Moha. 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 Nein, Elfmeter. Elfmeter und rot. Elfmeter und rot, come on. Gib ihm bitte rot. Gelb. Oh, bitte, ich muss diesen Elfer reinmachen. Harrison. 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 Ja! Yes, Jungs. 1-0, Harrison. Boom. Oh ja. Come on. Ja, Mann. 2-0. Doppelschlag. So ein schön gespielter Konter. Emre Mor eingewechselt, direkt eine Vorlage. 2-0. Jawohl, come on, Nabil. Kannst es klar machen. Nabil, nein, Latte, Harrison. Was? Alter, what the fuck? Come on, Emre Mor auch nicht. Freunde, die Partie ist vorbei und wir haben es geschafft. Wir haben uns mit einem Bronze-Team für die Weekend League qualifiziert, Alter. Holy shit, Mann. Wir haben es einfach wirklich gepackt. Mit einem verschissenen Bronze-Team. Dieser Harrison ist so eine Granate. Emre Mor auf der Bank ist auch total krass. Ich muss das jetzt erstmal für mich begreifen, dass wir das wirklich gepackt haben. Ich werde euch gleich nochmal das Team zeigen und zu jedem einzelnen Spieler was sagen. Wir haben es einfach gepackt mit einem fucking Bronze-Team. So, und hier ist es nochmal, das goldene Team, mit dem wir es dann letztendlich gepackt haben. Einfach nur total krank. Es macht sowas von Laune. Damit zu zocken, es ist sehr, sehr schwierig, das muss ich sagen, aber ich muss auch wirklich sagen, man wird besser, also wirklich, versucht es mal, wenn ihr wirklich mal Lust und Laune habt, probiert mal Info Champions oder auch in der Quali oder auch in der Liga mit einem Bronze-Team zu spielen, ihr könnt eigentlich nichts verlieren, weil wenn ihr verliert, mein Gott, dann ist halt das Team schuld. Aber man kann da echt einiges lernen. Ich zum Beispiel mit meinem Messi-Ronaldo-Team versuche halt viel über die individuelle Klasse von Messi oder Ronaldo zu lösen. Bei Messi zum Beispiel drückt man halt einmal L1, also No-Touch-Dribbling, und der macht halt irgendeine kranke Scheiße. Bei dem Team muss man sich hingegen komplett auf die Basics konzentrieren. Man kann nicht irgendwas Krasses machen, sondern man muss den Ball teilweise wirklich auch absolut ins Tor tragen, weil die da alle irgendwie vorne 50 Schießen haben, ne? Hier 56, 57 Schießen. Die können ja wirklich gar nicht draufhalten. Und man wird dadurch wirklich besser. Ich habe es jetzt vor allem in den letzten 2 Spielen gemerkt. So langsam hatte ich mich da eingespielt. Und dann lief das richtig mit dem Kombinationsspiel. Ich habe wirklich nur noch die Basic-Sachen probiert, nur noch die einfachen Sachen. Aber wenn die funktionieren, und die funktionieren irgendwann, wenn man gut eingespielt ist, dann kann man auch mit so einem Team Erfolg haben. Deshalb mein Fazit, FIFA ist definitiv kein Pay-to-Win. Man kann es auch mit einem wirklich absolut schlechten Bronze-Team hier schaffen. Man müsste das auch mal mit einem unseltenen Goldteam oder sowas probieren. Man kann da einiges machen, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich mit diesem Team in der Weekend League jetzt am Wochenende antrete, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. 3500 möchte ich sehen für eine Weekend League mit diesem Bronze-Team. Es ist wirklich richtig nice. Auf der Bank natürlich. Emre Mor hat auch gut abgerissen. Wirklich eine ziemlich nice Karte. Das Problem ist halt nur, der hat gar keine Physik. Er wird halt immer weggedrängt. Wie gesagt, Freunde, Daumen nach oben, falls ich in der Weekend League mit dem Team spielen soll. Ich bin jetzt raus und ich würde sagen, wir haben die Challenge gemeistert.